Außerdem zeigt Acer auf der IFA die neuen Tablets mit Windows 8. Zum einen das Iconia W510 bzw. W511. Das ist ein Tablet mit Windows 8 basierend auf den neuen Intel Clover Trail CPUs. Wir haben hier 64 GB Speicher, 2 GB Arbeitsspeicher und ein 10 Zoll Multitouch Display mit einer Auflösung von 1366x768. Zudem verfügt das Gerät über USB-Schnittstelle und auch Micro-HDMI-Anschluss und einen SD-Kartenreader. Optional haben wir hier ebenfalls verfügbar die 3G-Funktionalität, womit das Tablet dann auch im mobilen Bereich sehr, sehr flexibel einsetzbar ist. Optional gibt es dazu ebenfalls noch eine KeyDock-Lösung, wo der Kunde die Möglichkeit hat, über einen KeyDock eine Tastatur anzuschließen und entsprechend auch die Möglichkeit hat, das Gerät entweder produktiv zu nutzen oder einfach auch nur um Inhalte in irgendeiner Form zu konsumieren. Darüber hinaus zeigt Acer auf der IFA ein neues Tablet im 11,6 Zoll Format, ebenfalls mit Windows 8. Dieses Gerät verfügt im Vergleich zu der W510 Serie über Intel Core CPUs der neuesten Generation. Wir haben hier 32 oder 64 GB Speicher mit an Bord und ein ebenfalls sehr, sehr hoch aufgelöstes Full HD Multitouch Display mit 1920x1080 Pixel. Auch hier haben wir volle USB 3.0 Funktionalität, also entsprechend zwei USB 3.0 Anschlüsse. Und auch hier die Möglichkeit, über eine Docking Station das Gerät im Desktop-Betrieb zu Hause einzusetzen, worüber man das Gerät dann wirklich auch sehr, sehr produktiv einsetzen kann. Außerdem verfügt das Gerät über ein Aluminium-Unibody-Gehäuse und ist mit knapp unter einem Kilo auch wirklich für den mobilen Betrieb noch sehr, sehr gut geeignet.